Yep, von dir gibt's das dann nämlich. Blüte, glaube ich sogar. Ne, nur den lila Moosklumpen. Ich finde die Dinger immer noch gruselig, diese Päderastenpappeln. Kann man eigentlich da vorne jetzt schon das Türchen öffnen? Geht das schon? Ne, immer noch verschlossen. Wie sollte es auch anders sein? Hier lässt mich heute niemand mehr rein. Ach, die hier mit ihrem Verlangsamungszauber. Nicht überhaupt richtig? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, bin ich überhaupt nicht. Scheiße, ich bin total falsch. Total falsch gelaufen. Wieder zurück. Ich sehe hier den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ah, das kann auch daran liegen. Verdammte Hacke. Ich muss doch hier irgendwo abbiegen, dass ich da runterlaufe. Und da ging es halt auch dann zum Finsterwurzgarten oder Becken. Ne, ins Finsterwurzbecken. Wir müssen halt dahin, wo die Hydra war. Und da soll hinter dieser Höhle, da soll jetzt was auf uns warten. Und das suche ich gerade auf. Oh, mich juckt die Nase. So, geht wieder. Ja, genau hier lang musste ich. Yep, 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 Bobs. Wenn man es eigentlich mal genau nimmt, ist Anor Londo oder generell die Welt von Dark Souls nicht mehr als Anor Londo und ein Garten dran. Oder? Im Endeffekt, alles dreht sich um Anor Londo. Dann haben wir hier den Finsterwurz, das ist so dieser große Garten. Und dann haben wir so ein kleines Dörfchen davor. Das ist die Gemeinde der Untoten. Ja, was meint hier im Finsterwurzbecken? Da haben wir ja die Hydra schon abgeschlachtet vor vielen, vielen Folgen. Ein grauer Brocken! Das soll mich doch nicht schocken, ein grauer Brocken. Ich kann meinen Zweihänder aufwerten. Das freut mich jetzt. Ich glaube, ich kann hier auch einen Ring anlegen, dass ich mich im Wasser besser bewegen kann. Ihr sollt halt ein Golem sein, der hier nicht hingehört. Bist du schon dieser eine Golem? Du bist noch ein normaler Golem, ne? Genau, hier war nämlich die olle Hydra drin. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier nicht runtergehen. Weil das Wasser ist hier nämlich nicht unbedingt begehbar. So, da können wir nämlich, habe ich jetzt einen Ring, theoretisch. Genau, Abgrund schreiten. Ist das der richtige Ring? Ich weiß es gerade nicht. Ich guck nochmal. Ich glaube, das war das Bund des Artorias. Ja. Der einzige Ring, den ich so in diese Richtung habe. Wir müssen jetzt nämlich zur Höhle hinter der Hydra. Die ist nämlich hier hinten. Da soll jetzt was auf mich warten. Ich hab's ja da, glaube ich, eh schon so halb erwähnt. Genau da vorne. Der Golem. Der gehört hier nämlich eigentlich nicht hin. War auch beim letzten Mal nicht hier. Und dieser Golem.
Ist auch nicht sonderlich stark. Und ist in Wirklichkeit eine Frau. So, tis thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseo. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseo, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? Aber natürlich. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Ja. Das war jetzt ja schon mal nicht schlecht, aber jetzt gucken, was da hinten nochmal steht. Achtung, vor dir Leuchtfeuer. Ist hier vorne ein Leuchtfeuer? Ist hier eine geheime Wand? Kann man da rauf? Die vor dir Leuchtfeuer steht da. Vor dir Leuchtfeuer. Aber gut, das ist dann noch gar nicht für wahr gedingst worden. Man kann da auch gar nicht rauf. Ich glaube, das soll einem auch nur so ein bisschen erzählt werden. Hm, hier vorne scheint es etwas heller. Vielleicht, wenn man da draufhaut und dann am besten auch noch trifft. Nee, da passiert nichts. Nee, man kommt hier auch nicht rauf. Ja, aber vielleicht soll das Ding auch einfach nur verwirren. Es gibt ja auch Spitzbuben, die machen hier... die legen hier solche Symbole hin. Solche Hilfen. Einfach nur, um zu verwirren. So. Vielleicht ist da ja wirklich ein Leuchtfeuer. Das könnt ihr mir dann ja in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nochmal ins Archiv des Herzogs. Ganz schöne Latscherei haben wir jetzt hier vor uns. So. Jetzt kann ich gleich wieder Havelsring anlegen. Na komm, machen wir schnell mal den großen hier noch weg. Dass der mich dann vielleicht noch nervt. So, es gab doch hier... Ach, da war doch auch so ein optionales Gebiet, ne? Ah, da muss ich ja auch noch rein. Scheiße.
Hier, Feind. Pass auf, Ritter. Ne, hier war ich ja schon, weil hier geht's nämlich zu einem Leuchtfeuer. Und das habe ich mir schon geholt. Schon vor längerer Zeit. Hier drin nämlich. So, nein, nicht die Katakomben. Archiv des Herzogs möchte ich ganz gerne. Graswappenschild, das habe ich auch. Es gibt ein bisschen... Nee, scheiße, ist mich doch das... Mich doch das falsche Leuchtfeuer hier. Gut. Dann bleibt mir echt nichts... Muss ich halt doch wieder über... den anderen Weg gehen. So, wieder über Anor Londo. Also bin ich doch vorhin direkt richtig gelaufen hier, ne? Habe ich es ja nicht mal falsch gemacht. So. Ich sollte mir mal für meine ganzen Seelen mal irgendwie ein paar Knochen kaufen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo man die kaufen kann. Ich glaube, ich gehe nochmal in dieses komische Drachental dann später rein. Das können wir ja... Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Soll ich jetzt nach dem DLC straight Richtung Gwyn gehen? Also nach Neu-Londo und in diese andere Welt? Also noch diese... Die letzten beiden Fürstenseelen Scherben holen, um damit weiterzukommen nach Gwyn. Also zum ollen Gwyn und dementsprechend dann ja auch das Spiel zu beenden und Dark Souls 2 anzufangen? Oder soll ich erst noch dieses andere Gebiet noch besuchen? Dieses Drachental, wie das da hieß? Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, ich bin schon sehr gespannt. Oder war der am anderen Teil... Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Muss aber gerade mal ein bisschen aufpassen hier. Das war jetzt irgendwie fail. So. Oder ich muss in einen anderen Teil der... Ah, der zerstörte Anhänger. Genau, den habe ich gesucht. Den braucht man nämlich für die Quest. So. Das heißt, wir können jetzt hier auch direkt wieder weg. Und wir können uns derweil mal diesen Anhänger mal angucken. Das dürfte ein Schlüssel sein. Zerbrochener Steinanhänger, stark verzaubert. Eine Hälfte eines zerbrochenen Steinanhängers, die Rebe scheint aus Olasil zu stammen. Eine mächtige Magie entströmt diesem uralten Stein, doch können die heutigen Menschen ihre Macht, die eine ausgeprägte Note von Ehrfurcht und Nostalgie in sich trägt, weder nutzen noch spüren. Ja, so ist es hier, ne, mit diesen tollen Artefakten. So. Ich glaube, da führt echt jetzt kein Weg hin. Krass, ich habe so viele. Ich habe so viele, so viele Wegpunkte, aber
Ich kann nicht den einen benutzen und nicht genau dahin, wo ich hin will. So, Anor Londo. Back again. Nee, ich fliege gleich nach Anor Londo. Ich depperter. Ich will in die Gemeinde der Untoten. Gemeinde der Untoten. Los geht's. Oh, was wir schon alles hier gemacht haben in dem Spiel, ey. Immer wieder cool. Ich blicke gerade auf mittlerweile weit über 70 Folgen Dark Souls zurück. Und ich muss sagen, ist echt genial. Also, auch wie ich dieses Spiel mittlerweile lieben gelernt habe. Also, ich habe es ja schon immer gemocht, sonst hätte ich ja dazu kein Let's Play gemacht. Aber mittlerweile ist Dark Souls so ein fester Bestandteil meines Gamer-Lebens geworden. Krass, was man ist, wenn ich dann Dark Souls 2 noch durch Let's Played habe. Danach kommt ja noch Demon's Souls. Und was dann ist, entweder bringen die neues Dark Souls raus bis dahin, oder ich sterbe an Leere und Einsamkeit im Herzen. Oder sowas ähnliches. Ich weiß es noch nicht. Entscheide ich noch. So, jetzt aufpassen. Ich habe mich schon beinahe wieder meine Ausfahrt verpasst hier. Oh. Wäre auch beinahe ein Stückchen zu schnell gewesen. Ja. Ich dachte, man kann da sich vielleicht ein bisschen runtertricksen, aber das hat ja dann nicht ganz so funktioniert. Ah, shit, bin ich genau wieder hier gelandet. Gemeinde der Untoten. Oh, blöde Laufwege in dieser Folge. Ich weiß, es tut mir auch leid, aber es geht nicht anders. Dark Souls, deine Laufwege, sie gehören nun mal mit dazu, kann man nichts machen. Ich versuche mir schon zu beeilen, indem ich jetzt hier flitze. Oh, da. Aber gut, dass ich doch nicht so gerannt bin, denn ich kann ja mit meinem grauen Brocken, den ich bekommen habe. Und 800 sehen dich gerade nicht. Ja, bla blub, hier, Alter, hast auch schon mehrmals gesagt. Nee, aber ich kann doch jetzt hier einfach mal eine Seele fressen. Und mir dann dafür die Waffe verstärken. So, Blitz Zweihänder plus 4. Los geht's. Zack, zack. Don't get yourself killed. So, jetzt habe ich den Blitz Zweihänder plus 4. Krass. Das macht ja richtig guten Schaden. Also der plus 3 hat ja schon bei Nito echt Wunder gewirkt. Gut, klar, also hier ist ja, hier sind ja sowieso die Gegner alle für mich, One-Hit. So, dann gehen wir mal wieder nach unten. Liebes Finsterwurz, Furz. Was ich auch krass finde, da denkt man gar nicht so oft dran. Dark Souls ist ja ein Rollenspiel entwickelt von Japanern. Also From Software ist ja ein japanisches Studio. Aber es ist diesmal nicht so ein Anime-Style. Es ist dann wirklich mal etwas für, ich hätte schon beinahe für Anspruchsvolle gesagt. Nein, stimmt natürlich nicht. Es ist aber schon etwas für westliche Rollenspieler. Also hier alles so ritterlich gehalten und so. Die sehen auch alle nicht ganz so anime-mäßig aus. Also das finde ich schon ziemlich cool. Weil normalerweise sind immer Rollenspiele aus Japan, sind ja dann immer so in die Richtung Final Fantasy. Nicht, dass ich Final Fantasy nicht mag. Ich mag Final Fantasy, aber ich finde eben sowas wie Dark Souls persönlich spricht mich nochmal eine Ecke mehr an. Also irgendwie laufe ich damit auch nicht schneller. Verfolgen mich eigentlich die? Ja, sie versuchen es zumindest.
Okay, da hinten hat sich jetzt was verändert. So eine Art, ist das ein Tor, ein Portal oder ein Gegner? Ich weiß es nicht. Untersuchen. Okay. Wow. Mausoleumsgarten und direkt ein Leuchtfeuer. Ich könnte nochmal aufsteigen, sehe ich gerade. Kann ja mal meine Vita erhöhen. So, ja, jetzt sind wir hier im DLC, liebe Leute, in der Prepare to Die Edition. Also, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser DLC eigentlich direkt. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Wenn ihr nur das normale Dark Souls kennt, also das sind jetzt hier die Boni-Inhalte. Oh, da vorne ist eine Nebelwand. Mausoleumswächter. Ach du Schreck, der da? Wow, 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 wow. Ruhig. Oh, oh, der hat einen Skorpionstachel. Ich glaube, der tut bestimmt weh. Wow. Der macht echt guten Schaden. Wow. Auf die Hörner nehmen will er mich auch noch. Wow, hat er auch geschafft. Direkt. Oh, oh. Wieso treffe ich ihn gerade nicht mehr? Vergiftet. Aber warum? Warum müssten die eigentlich jeder zweite Boss vergiften? Warte, scheiße. Und da bin ich an der Vergiftung gestorben. Okay. Ach, scheiße. Aber die Vergiftung ist bei denen, glaube ich, nicht das Schlimmste. Ja, okay, ich glaube, das muss man hier einfach nur ein bisschen üben. Bei dem muss man recht beweglich sein. Den kennt man ja von vielen Screenshots, den Mausoleumswächter. Der ist ziemlich schnell unterwegs hier. Ich glaube, dass sein Stachel hinten giftig ist, sein Skorpionstachel. So, schön eins auf die Nuss gegeben hier. Wow! Okay, damit one-hittet er mich. Ich will mal versuchen, eine andere Waffe zu benutzen. Eine, die ein bisschen schneller unterwegs ist. Dabei habe ich jetzt die Waffe zwar jetzt gerade abgegradet, aber... Vielleicht mit einer... Oh, ich habe... Ah, ich muss natürlich noch das Leuchtfeuer entfachen. Sehe ich gerade. Wow. In dem Fall sollte ich ein Schild nehmen mit mehr Blitzresistenz.
Ah, verdammt, ich komme nicht richtig ran. Ich kann nur sehen. Ah, shit. Ich glaube, die Silberritter-Rüstung. Nee, das kann man vergessen mit der Waffe. Ich glaube, dass die Silberritterrüstung, die war ja eigentlich. Na, shit. Krass. Ich glaube, die Silberritterrüstung, die hat ein bisschen mehr Blitzresi gehabt. Ist natürlich noch nicht ganz so schwer. Okay, also der Blitz-Zweihänder ist schon die richtige Waffe für ihn. Ich dachte gleich, dass eine schnellere Waffe mit ihm besser wäre. Okay, dann wieder zurück auf den Blitz-Zweihänder. Blitz-Zweihänder plus 4. Was habe ich denn so als... Ist das Silberritter-Schild? Hat auf jeden Fall gute Feuer-Resi und die Silberritter-Rüstung. Er hat mehr Gift-Resi. Havels Kopf. Naja, und bitte, genau. Achso, und ich sollte mal schnell ein bisschen Menschlichkeit nehmen, um hier meine Sachen aufzufüllen. Menschlichkeit, Doppelmenschlichkeit. So. Und entfachen das Ganze noch. Achso, ja, das richtige Schwert auswählen. So, jetzt mit... Ich glaube, man kann ihm bestimmt den Schwanz abschlagen. Wow. Das Wasser geht echt ziemlich krass weit, was der da macht. Oh, das war jetzt so von mir. Na. Nein! Der ist halt so super schnell, ne? Jetzt aber hier. Wow. Wow. Nachladen hier. So, zur Hälfte haben wir ihn jetzt schon.
Wow. Wow. Boah, vergiftet, scheiße. So, stirb. Mausoleumswächter. Wächterseele erhalten. Oh, Alter, ey, krass. Und Menschlichkeit erhalten. Gibt's auch ein paar Seelen. 30.000 Seelen immerhin. Alter Verwalter, das ging ja schon mal gut los hier. Yay, meine 0 Seelen, die ich jetzt gerade zurückbekomme, weil ich ihn besiegt habe. Ich glaube, wo geht es jetzt eigentlich dahin, wo ich gerade herkam, in diesen Unterbau? Weil ich mich da schnell am Leuchtfeuer nochmal heilen. Wow. So, am Leuchtfeuer wird gerastet, liebe Leute. Wer rastet, der rostet. Ich würde sagen, ich mache jetzt für heute erstmal ein kleines Päuschen. Ja, als nächstes ist jetzt hier erstmal der DLC dran von Dark Souls und wir machen das jetzt bis zum Schluss und danach, ja, könnt ihr entscheiden, soll ich nochmal in dieses Drachental oder soll ich mir direkt die nächsten Fürstenseelen dann holen und dann auf zu Gwyn. In diesem Sinne, liebe Leute, freue ich mich schon auf euer Feedback. Danke fürs Zuschauen, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.